So richtig freue ich mich nicht auf die Arbeit, aber ich weiß, wenn es fertig ist und der Spachtel rinnt noch ganz langsam runter. Grüß euch, beim Refit unseres in die Jahre gekommenen Pocket Katamarans Squib mit Sabina und Peter. Dies sind die Ausführungen eines Laien. Für professionelle Ratschläge lesen Sie Fachbücher oder fragen Sie professionelle Elektriker, Elektroniker oder Bootsbauer. Heute ist sicher einer der letzten warmen Herbsttage in diesem Jahr. Doch bevor ich hier an der neuen Rückwand weiterbaue, werde ich zuerst einmal das Dach abdichten und auch das Deckshaus provisorisch zumachen, damit ich dann, wenn es kalt wird, innen weiterarbeiten kann. Hier hat das Epoxy, man kann es jetzt hier nicht sehen, aber es ist ja hinten an der Wand bereits angeklebt und auch hier am Boden. Das ist in den letzten zwei Tagen schön durchgehärtet, also es greift sich überhaupt nicht mehr weich an. Das ist dann das Projekt, was ich im Herbst auf alle Fälle noch abschließen möchte. Ich entferne jetzt die unteren Abklebungen. Überall, wo diese gelben Klebebänder sind, habe ich von oben ein Loch reingebohrt und es mit angedickten Epoxy aufgefüllt, damit man hier dann die Solarpaneele befestigen kann. Das ist jetzt super hart und deswegen kann ich auch diese gelben Kleber entfernen. Wie man hier sieht, werden die großen Solarpaneele ungefähr bis daher gehen. Das heißt, dieses Stück könnte ich noch zumachen. Wenn ich eine Scheibe finde, die groß genug ist, um das ganze Loch jetzt zuzumachen, werde ich mich um das heuer nicht mehr kümmern, sondern auf nächstes Jahr verschieben. So, 57 mal 60. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich eine Scheibe habe, die etwas größer ist als diese Masse. Leider ist es sich nicht ganz ausgegangen, dass ich die alte Frontscheibe in einem Stück verwenden kann. Ich muss hier so einen schmalen Streifen noch dazu tun und ein Eck auch noch. Aber das macht nichts, es ist ja nur ein Provisorium. Ich werde, bevor ich das anschraube, so ein Dichtungsband verwenden, damit ich das dann leicht runterkriege. Und jetzt bohre ich die Löcher, damit ich später dann das an der richtigen Stelle anschrauben kann. Es ist ja rund um die Luke ein Holzrahmen, sodass ich nach insgesamt 3 cm, also ein paar Millimeter von der Plexiglasscheibe, dann ein bisschen mehr wie 2 cm vom Styrodur mit dem Epoxy drauf, komme ich dann ins Holz hinein. Und wenn ich 6 cm Schrauben verwende, wird das dann locker den ganzen Winter halten. Ich habe in den Tiefen von Squib jetzt noch ein anderes Klebeband gefunden. Ich hoffe, dass das besser geht jetzt. Das klebt weit besser. Und jetzt kann ich endlich diese Scheibe anschrauben. Bevor ich jetzt die Platten endgültig anschraube,
mache ich die eine Schraube noch einmal auf. Und werde hier den Rand mit der Box hier mit angedickten einschmieren. Jetzt noch das kleine Stück. Um es ganz dicht zu machen, muss ich jetzt noch diese Löcher, wo früher die Scharniere befestigt waren, zuschmieren. Aber das muss ja nichts Schönes sein, das muss nur dicht sein. Wenn das dicht ist, bin ich mir sicher, dass das über den Winter jetzt hält. Ich habe jetzt genauso wie oben auf dem Dach Dichtungsband montiert. Nur hier habe ich die Scheibe nur mit 4 Löchern versehen. Heute mache ich weiter mit dem professorischen Zumachen des Deckshauses. Ich werde dafür die Luken, die ich bereits im Frühjahr gekauft habe, hier professorisch einbauen. Ich muss sie dann zwar im Frühjahr wieder abbauen, um das Ganze schleifen und spachteln zu können, aber es hat sich bis jetzt einfach nicht die Zeit dafür ergeben. Und ich möchte im Winter ein dichtes Deckshaus haben. An und für sich sind die Ausschnitte groß genug. Die Luken habe ich bereits probiert, als ich das Deckshaus zu Hause gebaut habe. Es ist aber hier beim Laminieren jetzt etwas Gewebeüberstand und das mache ich jetzt weg. Und jetzt kommt der angenehme Teil, das Folie abziehen. Obwohl ich die Fenster nächstes Jahr noch einmal ausbauen werde, nehme ich die Folie jetzt schon runter. Einfach, dass sie über den Winter nicht anklebt. Ich werde heute noch dieses Brett hier anlaminieren. Das dient dazu, die Dachstütze aufzufangen. Ich konstruiere dazu eine Auflage. Da diese Leisten ja parallel sind, habe ich so auch automatisch einen Parallelanschlag für das Holzbrett. Noch ein paar Millimeter. Das war nur ein Knubbel, der hat rausgeschaut.
dort, wo ich oben eine Verstärkung einlaminiert habe, um die Solarpaneele zu befestigen. So, schauen wir. Na, das geht sich. Also hier wird sie sich ausgehen. Und da hinten nicht ganz. Da muss ich ein bisschen abfeilen. Ich rühre gerade wieder angedicktes Epoxy an. Fast einen halben Kilo. Aber ich werde sicher so viel brauchen. Weil ich diese Platte an die Decke kleben möchte. Und weil das Dach gewölbt ist, habe ich auch 4 mm abgehobelt auf der dünneren Seite. Und da muss ich so viel Epoxy drauf schmieren, dass das dann überall rausquillt, sodass das dann flächig verklebt ist. Grenzwertig ist die Temperatur heute. Es hat 13 Grad. Es soll aber die nächsten zwei Tage zumindest nicht kälter werden. Und das ist für Epoxidarbeiten im Freien gerade so die Grenze. Also unter 10 Grad sollte man nicht gehen. Diese zwei Leisten sind parallel über das ganze Boot. Ich habe hier Querleisten draufgeschraubt, sodass die Oberseite parallel zu diesen Leisten ist. Jetzt schiebe ich das ganze Brett mit dem Epoxy da rein. Bis hinten ansteht. Und auf dieser Seite. Und dann habe ich hier verschiedene Leisten, die das Ganze raufpressen werden. Ja, das ist wichtig, dass die reingeht. Denn nur wenn alle Leisten drin sind, ist das parallel. So, die Hinterseite passt. So, da die Leisten alle gleich dick sind insgesamt, sollte das Brett jetzt parallel zur Unterseite drauf sein. Jetzt versuche ich noch möglichst viel hineinzudrücken. In der Mitte gehört es noch ein bisschen rauf. Aber es ist auf alle Fälle ein gutes Zeichen, dass diese Epoxy so rausquillt. Das lässt darauf schließen, dass das flächig ist. So, jetzt ist es klar. Und hinten auch. Man sieht auch hier ist das Epoxy dicker als an der Rückseite, weil sich das Dach so ganz leicht nach hinten neigt. Und wenn ich hier auf der Seite schaue, sehe ich auch, dass es hier ungefähr so dick ist wie dort, wo der 4 mm Sprung ist und dann jeweils immer ein bisschen flacher wird. Der Herbst liegt in den letzten Zügen, es wird schon langsam kalt. Ich habe jetzt hier
eine Folie hinten angebracht, damit es drinnen windstill ist und ich auch vielleicht den Heizlüfter verwenden kann. Heute steht auf dem Programm, diese ganzen Schlitze zu schließen. Da, wo ich das Dach aufgesetzt habe, sind auf der Seite noch ungefähr 3 bis 4 cm breite Schlitze, wo die Luft durch kann, und die mache ich heute mit Styrodur zu. Der Streifen ist 2,2 cm dick. Hier sind die eingepassten Styrodurstücke drinnen. Ich habe dann die Spalten noch mit Epoxy zugemacht und immer wenn ich ein bisschen Epoxy überhaupt versuche ich das nächste Element abzudichten. Das Ganze braucht nicht besonders schön sein, weil ja hier eine Verkleidung drüber kommt. Wichtig ist, dass es dicht ist. Also hier war ich noch nicht. Wenn heute was überbleibt, könnte ich da diese Ritze zuschmieren. Und hier vorne ist es auch noch nicht mit Epoxy verschmiert. Aber man sieht, zumindest fast winddicht ist es bereits. Und das Dach steht ja außen über, deswegen sind wir momentan mit dem Zustand zufrieden. Heute ist es soweit. Ich werde mir meine Maske aufsetzen und den gesamten Salon und den Steuerbordrumpf an der Decke von diesem bröseligen Zeug befreien. Ich werde auch diese dünnen Bretter abmontieren. Denn nach dem Umbau sollen hier überall weiße Paneele montiert werden. Und diese krümelige, schimmelige Sache soll dann endgültig der Vergangenheit angehören. So richtig freue ich mich nicht auf die Arbeit, aber ich weiß, wenn es fertig ist, ist ein großer Schritt, ich will jetzt nicht sagen Finale, aber ein großer Schritt in Richtung Fertigwerden. Bevor ich die Seitenteile der neuen Rückwand montiere, schleife ich noch diese ganzen Löcher ab, wo teilweise noch Kleber rundherum war, und werde sie dann noch ein bisschen aufbohren, sodass man dann leichter Epoxymasse hineinspachteln kann.